Hi, herzlich willkommen zum Sauerteig ansetzen Teil 3. Und zwar geht es heute darum, den Sauerteig aufzufrischen. Okay, Sonntag haben wir zweimal Sauerteig angesetzt, einfach Wasser und Mehl zusammengemischt, sonst nichts weiter, in diese Schraubgläser rein und dann hier an einen warmen Ort gestellt. Und jetzt schauen wir mal rein, was da drinnen los ist in den Schraubgläser. Wenn ich da die Deckel abmache, dann riecht das schon so säuerlich. Da sind schon so kleine Blasen drin. Der ist fermentiert. Das habe ich jetzt schon gemacht. Den habe ich jetzt jeweils habe ich dazu einen Esslöffel Mehl und einen Esslöffel Wasser und dann einfach untergemischt. Einmal Roggenmehl und einmal Weizenmehl. Weizenmehl ist ein bisschen weniger sauer als sonst, als das Roggenmehl. Funktioniert aber auch ganz gut. Dann mache ich da ganz locker den Deckel drauf, ohne zu schrauben. Und dann stelle ich das wieder an einen handwarmen Ort. In meinem Fall ist das ein Fondue-Wärmer. Es kann aber auch ein Topfwärmer sein, oder eine Heizung ist eigentlich egal. Jo, und jetzt müssen wir nur noch 2 Tage warten. Am Samstag dann zeige ich euch, wie wir den Sauerteig vermehren können. Und zwar ordentlich, dass wir zum Brot kommen, sodass wir am Sonntag backen können. Ja, genau, dann viel Spaß damit. Das klappt bestimmt super. Wie immer, stay home, macht Sauerteig, Backbrot. Bis zum Samstag dann. Ciao.